Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Hier ist Cyrilla, es geht wieder weiter, es geht wieder los. So, wer jetzt die Versionsnummer oben links sieht, der weiß, dass es wieder Updates gegeben hat zu den letzten Folgen hier. Ja, das ist jetzt hier bei der Implementierung auf Steam und so weiter, wo es jetzt hier gibt, da haben sie noch ein paar Hotfixes drin und so weiter. Nichts Aufregendes, aber ja, ja, gut. So, da wird sich jetzt wahrscheinlich die Version immer noch mal ein bisschen immer wieder mal ändern. Gut, es ist ja alles noch nicht so klar, wie sie damit verfahren wollen. Weil jetzt kann man das Spiel ja auf Steam kaufen. Und naja, wenn man es aber schon auf Epic hat und dann, naja, wer kauft sich ein Spiel dann zweimal? Gut, da haben wir jetzt sehe ich gerade, hier haben wir einen Geländerverkehr drum, aber was soll's, ist mir jetzt eigentlich auch egal. So, das nur mal dazu noch, ja. Ja, es hätte ja zum Beispiel, wenn man es auf irgendeiner Plattform besitzt, dass man halt einen Free Key praktisch bekommen würde für die andere Plattform. Es ist aber reine Geldmacherei, aber da wollen wir jetzt das Thema nicht so weit auseinander treten hier. Das, ich sag's einfach nur so. Also, es ist wenn dann, wenn sie es so machen, reine Geldmacherei. Damit sich die Leute das einfach dann nochmal kaufen oder auch nicht. Eigentlich kann man ja komplett, egal wer das Spiel jetzt auf Epic oder auf Steam hat, kann man das ja trotzdem dann zu zweit im Multiplayer spielen oder so. Also plattformübergreifend funktioniert das Cross, irgend sowas heißt es ja. So, ich gucke mal, was die Hunde bei mir haben. Sehr schön. Eine violette Schnecke, wie geil. Und was hast du? Oh, noch eine. Ach, geil. Ihr seid so lieb. Oh, ja, ihr seid echt so lieb, ihr kleinen Hundis. Oh, das kann man natürlich brauchen. Das sind 10 Energieeinheiten wieder hier. So, diese Energiefragmente. Das fertigen wir mal gleich um. Zu unseren Energiemodulen. Ach, das ist geil. Einmal muss ich aber wirklich mal Glück haben, ne? So, dann können wir ja eigentlich... Ja, gut, ich bin jetzt gar nicht mal drin in der Materie. Da wollte man nämlich hier das upgraden. Ah, wie war denn das nochmal? Ich habe es doch ausgerechnet, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Im Moment läuft das Ganze hier sowieso nicht mehr. Wir mussten, glaube ich, beide da hinten dann boosten. Oder was heißt, nee, mussten nicht, aber das haben wir geboostet. Und dann braucht es ja hier 25 Stahlrohre pro Minute und 5 verstärkte Eisenplatten. Und das heißt dann 50 Stahlrohre eigentlich pro Minute. Hoppala, heieiei, was ist denn jetzt los hier? So. Dann machen wir das hier mal so. Boosten das, 50, dann passt es hier schon. Allerdings braucht der dann, das sehen wir jetzt glaube ich gar nicht, oder? Warte mal, ich tue mir mal ein paar Stahlrohre nehmen. 75 Stahlbahnen pro Minute braucht er dann. So, bei dem 75 brauchen wir, okay, dann können wir das nicht auch noch boosten. Einmal 90 pro Minute, ja gut, wir können das auch, wir können es jetzt genau passend einstellen, aber ich lasse es hier so, dass es ein bisschen mehr produziert. Es ist in Ordnung, es braucht dann zwar, ja gut, aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall können wir das hier noch verstärken. Oh Mann, jetzt ist es schon wieder dunkel. Jetzt muss ich hier schon wieder das Licht anmachen hier. So, das Licht. So, 25, das ist voll geboostet. Alles klar, es war eigentlich bloß noch da dran gehangen, dass wir den hier, ja genau. Da ist es hier fertig. So, das ist abgeschlossen hier, das Thema. Da brauchen wir nichts mehr boosten. So, jetzt geht es aber da weiter, wo wir zum Schluss waren. Wir wollten hier wieder unser Aluminium in Gang bringen. So, dazu müssen wir jetzt wieder, nee, wir müssen nicht hoch. Da haben wir das letzte Mal hier dieses Riesenwerk gebaut. Das heißt Riesenwerk, naja gut, die Ölpipelines waren ja schon die ganze Zeit da. Und die Rohre haben jetzt hier reingebaut. Damit wir hier diese Säure kriegen, oder was es ist, Oxid oder irgendwas. Irgend so eine Brühe halt, ne. Aluminiumoxidlösung, genau. Und daraus kommen dann auch Kieselsäure raus, noch zweimal jeweils immer. Die Kieselsäure, habe ich ja gesagt, die möchte ich eigentlich zerschreddern lassen, die, wo da rauskommt, weil ich die nicht brauche, also die jetzt zuführen, weil dann habe ich irgendwann tatsächlich das Problem wieder, dass das dann auch wieder überläuft und dann stockt die Produktion und dann ist es ungefähr so ähnlich wie beim Atomkraftwerk gewesen, dass die
praktisch die Säure damals da, diese Schwefelsäure, dass die dann irgendwann das ganze System verstopft. So, das heißt, wir werden hier, wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Am liebsten würde ich natürlich das Band an die Decke hängen, aber es gibt ja keine Deckenhänger hier. Das geht immer nur ganz schwierig, praktisch das an die Decke zu bringen, das Ganze. So, wo haben wir jetzt hier? Da haben wir den Schredder. Den Schredder! Wir könnten jetzt hier an den Anschluss hier noch was ranmachen. Hier. Das wäre eigentlich die schnellste und einfachste Lösung für das Ganze. Das müsste jetzt hier auch nicht gerade ein über ultra schnelles Band sein. Wir werden jetzt hier einfach hier eine Sammellinie erstellen. So, und diesmal mache ich das folgendermaßen. So, wie war das nochmal mit der Leiste wechseln? Ne, so war es nicht. Nein. Ah, Alt und Mausrad. So, wo ist denn hier meine Leiste, die ich da gemacht habe? Hier. Wir werden jetzt hier Merger machen. Ist das der Merger? Ja, das ist der Fusionator. Nicht der Auktionator, sondern der Fusionator. So, wir werden jetzt hier das so machen. So mache ich es ja sonst nie, aber so ist es einfacher. Wir haben jetzt hier, ich hätte ja sonst immer hier erstmal das Band gezogen, dann hätte ich das hier so angestöpselt. Aber so können wir eigentlich schon mal gleich hier den Weg bestimmen. So, und ich mache hier auch nicht groß rum, dass wir jetzt hier einen Anschluss dann hier verschwenden. Nee, da mache ich überhaupt nicht rum. Das ist mir eigentlich so jetzt. Warte mal, ist es eigentlich schlau, das so zu machen? Da kommt ja dann die Brühe noch. Ja gut, eins ist wir halt nach oben und das andere nicht. Wir könnten... Ich meine, dass das Problem da immer natürlich bei den Rohrleitungen ist mit dem Hoch und Runter, weil wir da ja abhängig sind von der Höhe. Wäre es ja sinnig, wenn wir zum Beispiel die Fließbänder nach oben machen, weil da ist eigentlich egal, ob der nach oben geht oder nicht. Jetzt ist aber die Frage, da müssten wir jetzt hier hergehen und hier jetzt einen Lift nach oben machen, dann das Ding dranhängen und es dann darüber transportieren. Ja, wir müssen es aber sehr weit nach oben evaluieren. Ah ne, wir lassen es so mal. Wir lassen es am Boden. Mit den Rohren, da gucken wir dann einmal, dass wir die gehen dann wieder nach oben. Bloß möchte ich hier, dass das hier sich nicht in die Quere kommt. Das Rohr wird hier raus, da nach oben. Ein Stück nach oben. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir da ein Problem im Rohr bekommen. Das können wir mal gucken. Standardmodus nicht. Das wird wieder Vertikalmodus werden. Ja gut, das kann ich jetzt ganz schlecht gucken. Warte mal. Bin ich jetzt zu teuer? Ach Mann. Ich habe gerade noch so viel, um hier ein Rohr zu planen, aber sonst nicht mal zu gucken, ob das hier... Nee, aber das müsste hier ein... Ja, das müsste reichen, der Abstand. Ist in Ordnung so. So. Also das heißt, ich brauche wieder ein bisschen mehr Zeug. Dann machen wir hier mal weiter. Ohne mich jetzt hier zu verzetteln. So. Fusionator. Dann hier ein Fusionator. Hier einer. Dass es hier zusammen zu einem Band läuft hier. Moment, ist das richtig? Moment. Ha! Der erste ist verkehrt. Naja gut, dann rucken wir den halt noch ein Stück weiter auseinander. Hoppala, falsch. Wir müssen doch hier... Ah, Autosave kommt gleich wieder. Okay, dann soll er kommen. Ist mir auch egal. So, ja. Jawohl, erster Autosave-Ruckler. Okay. Jetzt ist es in einer Linie. So, da hat sich doch ein Fehler eingeschlichen mal wieder beim Bauen. So, ja gut, da haben wir eine Linie, da haben wir... Na. Ha, das ist immer blöd. Ich muss mich hier auf die Linie stellen. Dann sehe ich es besser, finde ich. So. Den hier. Und den letzten da. So. Ja, wie viel kommt denn da pro Minute raus? Zeig mal. Ausgabe 20 pro Minute. Ja, da können wir mit einem stinknormalen, popeligen 1er Band eigentlich rangieren. So, das für alle jetzt hier.
Also 20 pro Minute wirft das aus. Wir haben da 6 Stück. Oh, na, das ist verkehrt. Schon nochmal verkehrt. Heieiei. Was soll denn das hier? Da hat wieder einer nicht aufgepasst. Das ist nicht in der Mitte angesiedelt hier. So. Jetzt aber. Nein. So. Quatsch, nein. Halt an. Ah, verdammt. Na, das können wir aufwerten. Das ist überhaupt kein Problem. Das war nicht jetzt eigentlich. Das wollte ich gerade durchrechnen. Wir haben 6 mal 20. Das heißt, wir wären bei 120 pro Minute, was hier fließt am Ende. Das können wir da leicht nachgucken. Und zwar die Bänder hier, das vergesse ich immer wieder. 60 pro Minute, sonst ist es zu langsam. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens ein 2er-Band zum Schluss. Wenn jetzt sogar eigentlich ein 3er-Band, wo dann hier abgeht. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Das sitzt dann hier. Warte mal. Ja, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich meine, der Fabrik fährt normalerweise keiner großartig rum. Darum geht man es eigentlich immer so ein bisschen. Ich will hier nicht immer alles verbauen oder sonst sowas. Das ist vielleicht zu weit. Da soll das Ganze ums Eck gehen, aber andersrum, wenn es geht. So, jetzt muss ich wieder da den Winkel kriegen. Wollen wir das mal so machen. So. Und jetzt geht es hier ganz weit rüber. So, gut, da ist es halt jetzt wieder so. Naja, der Anschluss hier, was wird denn da rein? Ah ja, das Aluminiumzeug. Da kommt eh nichts mehr rein, das von daher. So, hier. Da müssen wir nochmal absetzen. Das wird hier auch nicht ganz ausgehen, oder? Nö. Könnt ihr knicken. Nee, nee. Das, da müssen wir jetzt dann rum. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie es dann gerade bis dahin, oder? Ja. Kann man den Knick schon mit einbauen? So, mal schauen. Ja. So. Ah, nee. Ah! Was ist denn das schon wieder? Das stimmt doch schon wieder. Ja, das ist krumm. Toll. Ach, Mann. Einmal mit dem Profi hier. Weg mit dir. Verschwinde. Was haben wir gesagt? Dreierband, ne? Wir können doch da auch ein Stück sein gegenrudern, sozusagen. Indem wir einfach sagen, wir tun das hier schon mal hier in die Reihe schalten. So. So möchte ich es haben. So, Verbindung. Ja, weil ich jetzt zu faul bin, die Füße abzureißen, lasse ich die jetzt stehen. So. Das restliche Zeug, was ich in der Tasche habe, das werde ich los. Was haben wir hier? Wo ist denn das Sulfid? Quatsch, Sulfid. Was sage ich denn da für ein Quatsch hier? Was ist das hier? Blätter? Weg damit. Braucht keiner. Oh, wir haben gar nicht mal so viele Highspeed. Da müssen wir unbedingt gucken, dass wir die wieder zum Laufen bringen. Das hier wollte ich da reinpacken. So, okay, sortieren. Wenn wir schon in der Nähe sind, können wir uns auch gleich mal noch geschwind hier Treibstoff mitnehmen. Der wird auch schon wieder knapp. So. Wie ergiebig die Kiste hier ist, ne? Wir hatten da ja sehr viel, aber okay. So, jetzt Sattel. Wie schaut's denn aus? Warum läuft denn das nicht? Hallo, ist da ein Webfehler in der ganzen Produktion? Ah nee, kann ja nicht, oder? Was ist denn da der Fehler? Warum läufst du nicht? Hä? Moment, was ist da das Problem? Warum läuft denn das Ding nicht? Wasser hat er? Bauxit hat er? Ach, ja, stimmt die. Piep. Ja, die Entschuldigung, die Flüssigkeit kann ja noch nicht weg. Ah, Mann. Macht mich doch nicht so fertig, das Spiel. So, okay.
Warum stockt das hier? Ach so, weil es noch nicht angeschlossen ist, klar. Wir haben gesagt, wir machen da auf jeden Fall minimal mit dem Zweierband. Wenn wir das erweitern, müssen wir das Band auch erneuern, aber das ist ja wie gesagt nicht schwierig hier, das zu erneuern. So. Zack. Und zack. Läuft bei uns. Also, das kann jetzt schon mal abtransportiert werden. So, jetzt brauchen wir dann die Rohr, die Flüssigkeit. Da haben wir, das haben wir auch schon ausgerechnet, ich weiß. Wir bekommen wieder 80 Kubik pro Minute raus, mal 6. Habe ich vergessen. was war denn das nochmal? Ich glaube 480? Ne, das kann nicht sein, Quatsch. Kopfrechne schwach. So, 6 mal 80. Sind 480. Ja, doch, ich hatte recht. Ich wollte euch nur testen. Oder euch wieder hier denken zu lassen, dass ich doof wäre oder sowas. So, 480. Okay, das Ganze muss jetzt vereint werden zu einer Röhre. Nee, das geht aber auch nicht. Oh Gott, das ist jetzt... Das ist ja doof. Moment mal, wie soll ich denn das machen? Nee, Moment, Moment, Moment. Was haben wir hier eigentlich? Das ist Petrokoks, oder? Nee, ist es nicht. Hier brauchen wir die Flüssigkeit, genau. Zwar jeweils 240. Das heißt, wir teilen die 6 Stück auf 3 jeweils auf 3 Lanes. Dann schaffen das die Rohre problemlos. So, aber ich würde da gerne jeweils immer noch einen Puffer dran bauen. An die ganze Sache. Ja, einen kleinen Puffer, also keinen großartigen, aber einen kleinen. So, wartet mal ab. Lass mich mal gucken. Der Puffer war wo denn? Ich habe den auch irgendwo gespeichert, aber ich bin mir nicht sicher, habe ich den Puffer gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Zu teuer. Ach, da fehlt uns auch hier dieses, wie heißt's? Kupferblech da in Rollen. So, um das zu bekommen, müssen wir nach oben. Ja. Da müssen wir wieder nach oben. Ja. Die Frage ist, wie ich zum Beispiel jetzt hier in der Fabrik irgendwo mal solche Röhren mache, solche Transportröhren für mich. Dann müsste ich ja nicht immer hochfliegen oder die Treppe laufen. Da weiß ich es noch nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht, was wir hier oben alles machen, wie es hier sich aufräumen wird oder ob es noch mehr katastrophal wird irgendwie mit den ganzen Maschinen. Ja, ich habe ja schon gesagt, eigentlich gehört da im Prinzip erstmal alles so ziemlich abgerissen, was jetzt da im Moment nicht funktioniert und neu aufgebaut und so. Aber wir versuchen so nach und nach irgendwie zu strukturieren, zu retten oder sonst wie was. So, das eine schenke ich euch, zack. Läuft. Ich habe mir jetzt nur mal so ein Transportrohr gebaut, ein provisorisches oder so. Naja, vielleicht bleibt es auch, um da von oben nach unten immer zu fahren, zu den Pumpen, falls da mal was wäre. Aber ich hoffe es mal nicht, dass da was ist. So. Jetzt müssten aber Drucktanks gebaut werden können, oder? So, können wir hier... Ja, könnten wir. Können wir hier kopieren? Ja. Das ist schön, dass dieser Dinger auch ein bisschen weiter reicht hier. Da brauche ich das natürlich wieder raussuchen. So, jetzt wird es hier natürlich wieder knapp, ne? Weil das hier eigentlich so nicht vorgesehen war, dass ich hier einen Druckspeicher baue. Das wird wirklich sportlich, ja. Was schon wieder? Autosave? Speicherte eigentlich den Autosave-Zustand vom letzten Mal ein? Das weiß ich gar nicht. Kann ich eigentlich das direkt hier anschließen? Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ja, doch, man kann schon, aber das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr verbinden jetzt. Gut, ansonsten muss ich den Puffer halt anders, woanders hinbauen. So. Jetzt ist die Frage, ob wir da das Rohr verknüpfen können. Oder ob das hier Probleme gibt. Ah, das geht scheinbar. Wie geil. Ja, das hat hier jetzt tatsächlich Verbindung. Dass es nicht direkt hier ansnatcht. Naja, gut, okay. Man will ja nicht, man kann nicht alles verlangen. So, jetzt müssen wir das aufteilen. Wir müssen hier drei. Wie mache ich denn das?
Also das Rohr kann ja, na gut, wir gehen da auf die erste Stufe praktisch hoch. Oder mit mal Halbstufen, weil ich könnte dann nicht wieder diese. Ich zeig's euch. Es geht glaube ich nicht, wenn wir in dem Modus sind. So, die Neuner hier machen zum Beispiel die hier. Ich könnte aber auch das hier nehmen. Und den nur so hoch, ne? Dann hätten wir hier auch ein bisschen Platz drunter, könnten hier gemütlich vorbeilaufen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn das so hoch ist, das Rohr, müsste ich doch da locker drunter durch. Warte mal, wir machen mal einen Test. Nee, falsch. Ja, wohl. Der Test ist geil. Moment, F. So. Pipeline. Pipeline. Ja, da komme ich locker drunter durch. Ja, dann machen wir einfach das so. Den einen so und dann, ja gut, nee, hä? Mist. Ja, warum Mist, ne? Weil, das ist jetzt nur das Problem, ja. Das müssen wir dann noch eins höher machen, wie der Ständer hier sozusagen. So, er hat schon wieder Ständer gesagt. Das kann ich nicht akzeptieren. Das geht so nicht hier. Nein. Ach, Leute, das ist alles nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie planen wir da die Pibeline? Wie plane ich hier die Pipeline? Zuerst für die ersten drei. So, acht Stütze. Ja gut, das soll hier hoch. Ich hoffe halt, dass wir nicht unbedingt eine Pumpe brauchen, weil das ist auch nicht schlimm. Also ich sag mal, wenn wir eine Pumpe einbauen müssten, wäre es jetzt nicht gerade der Weltuntergang. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich mache mal die erste Stütze auf der Höhe, wie ich gemeint habe. Also, naja. So habe ich glaube ich gesagt, ne? Ja, genau. Mannshoch sozusagen. So, da wird mir jetzt aber hier nicht. Ja, hier kriegt mir irgend so ein Quatsch raus, was mir überhaupt nicht gefällt. So, ab der Höhe nimmt das dann so, okay. Warte mal, kann man das auch anders? Das wird immer schräg in der Sache hier, okay. Ja, weil man da nicht großartig jetzt hier. Was passiert, wenn ich. Oh, ah, verdammt. Was passiert, wenn ich hier auf einen anderen Modus gehe? Ne, es hat keinen Wert. Ich weiß nicht, was dieser komische Fördermodus hier bedeutet überhaupt. Na gut, das müssen wir jetzt akzeptieren. Das ist da schräg, aber dann machen wir es auf jeden Fall anders da. Machen wir das auf der Höhe so, jawohl. Oder warte mal, na, das ist echt doof, was ich jetzt hier mache. Ich muss nochmal, Moment, ich muss das nochmal abreißen. Ha, eigentlich muss ich jetzt zuerst einen Rohrknoten hin sozusagen. So ein Knotenteil hier. Wo ist es denn? Der hier. Ja, das muss ich ja hier dann. Die drei muss ich ja verbinden miteinander. Was wir aber auch machen könnten, wir könnten den Knoten hier rauflegen. Ne, können wir nicht. Ne, vergesst, was ich sag. Der müsste dann hier über den Band schweben. Das geht aber gar nicht. Aber wir könnten. Ha, oder wir lassen das. Wir machen tatsächlich das. Wie schaut denn das aus, wenn ich das hier nehme? Ach, verdammt. Immer die falschen Tasten, die ich drücke. Wie schaut denn das aus, wenn ich das so baue? Ja, das ist schon mal ganz verkehrt.
Das ist sowas von nervig manchmal hier. Warum? Sag mal, warum kann ich das jetzt nicht... Ah doch, geht doch. Reg dich nicht auf. Wenn dann schon so, aber... Machen wir es mal so. So, von welcher Richtung müssen wir jetzt kommen? Damit ist es, glaube ich, egal. Ja, es ist egal. Und das so, und jetzt brauchen wir diesen Rohrknoten hier, den Punkt. Das kann ich nicht direkt hier anschließen, okay. Warte mal. Warum kann man das eigentlich nicht direkt hier anschließen? Das verstehe ich nicht. Kann ich das nochmal löschen? Ich mache das nochmal weg hier. Wenn wir jetzt hergehen und da dran die Pipeline-Kreuzung. Ja, das geht. Ah. Ist mir die falsche Taste. Ich muss drehen mit dem Mausrad machen. So. Ja. Dann kann ich das da am Band entlang laufen lassen. Ja, doch, okay. Dann wäre das minimal halt hoch, aber okay. Wobei, wir können das auch so ein bisschen so machen, damit es ja so und so läuft. Wir kriegen es aber wahrscheinlich nicht so zusammen, dass das hier wirklich einen richtigen Knick gibt, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Warte mal. Was mache ich denn hier gerade? Ich bin ja total draußen hier. So, vertikal. Ja, das wäre auch ganz nett so. Und das machen wir aber weg, den Stab. Beziehungsweise da kann ich jetzt keinen Knoten ranbauen. Ne? Das geht ja nicht. Das haben wir schon probiert. Nee. Das ist eigentlich immer komisch. Deswegen muss ich den abreißen. Dass man da nicht gleich eine Stütze an der Stütze praktisch weiterbauen kann. So, dann machen wir das so. So, jetzt müssen wir halt nur das Ganze hier, ja, das müssen wir halt jetzt hier durchdesignen. Hoppala, falsch. Wo habe ich jetzt die Stütze hingestellt gehabt? Das weiß ich gerade schon wieder nicht mehr. War die da? Ja, doch, das war so. Weil es war im Baumodus, hat es so komisch ausgesehen. Kann die aber kurz noch stehen lassen. So, das ist genau auf dem Balken hier, genau. Auf der Traverse. So. Jetzt reiße ich das ab. Damit ich hier die Rohrdings hinsetzen kann, diese Weiche. Brauche ich ein Y-Stück in dem Fall und ein T-Stück, aber das gibt's halt nicht. Manchmal wird es ja ausreichen, ne? Also die da hinten schließe ich jetzt nicht damit an, weil es Rohr ja nicht mehr wie 300 und wir würden über 300 dann kommen. So, ihr wisst ja, ihr seid ja schlau. So, das Licht kann ich jetzt inzwischen wieder ausmachen. Hä? Was habe ich jetzt kopiert? Auf jeden Fall kein Rohr, okay. Und kann der mir bitte ein Rohr geben? Jetzt hat er. So. Jetzt können wir das alles verbinden miteinander. Autosave. Ja, Junge, ist schon gut. Wobei, wir werden dann wahrscheinlich hier abgehen, von dem Abzweig. Und müssen dahinter rüber. Machen wir das mal so, dass wir sagen, ja gut, wir gehen bis dahin. Fördermast, nee, nicht Fördermast, 9. Support, warte mal, das sind immer zwei Schalter, ne? 1, 2 habe ich mal ausgerechnet oder mir gemerkt. Das müsste eigentlich vom Ding her an den richtigen Knick kriegen hier. Genau so. Dann läuft es hier weiter. Geht hier vor. Ja gut, da müssen wir jetzt halt .
Da können wir jetzt leider nicht viel unternehmen dagegen. Da gehen wir hier und dann müssen wir halt noch einen Knick reinbauen. Das gefällt mir zwar nicht, aber ja. Gut, das wird wieder drauf rauslaufen, dass es schräg geht wahrscheinlich. Das Rohr. Da drauf wird es rauslaufen. Oder wir könnten hergehen, wenn wir bis hierher kommen. Wie läuft denn das, wenn ich hier einen Halter mache? Okay. Das kann ich hier gar nicht am Raster gescheit hier fixieren. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Da hat das. Ach so, wenn ich das hier auf. Aha, wenn ich sie auf dem Band abstelle, dann wird es ja. Dann wird es richtig. Das ist ja eigenartig hier. Oh, das ärgert mich jetzt gerade schon wieder ein bisschen hier, dass das nicht geht. Ich krieg das nicht in der Mitte. Nee, kannst du knicken. Das ist aber doof. Warte mal, kann ich denn da genau hier eine Stütze hinstellen? Ja, wobei, wir müssen halt da noch anschließen. Das ist halt auch wieder der Witz, ne, dabei. So, den Support, wenn wir den hier hin machen, warte mal. 1, 2, ja gut, das wird wahrscheinlich ein Grumm. Nee, das war falsch. Der gehört eigentlich, ja. Mann! Der gehört da rein. Hier, dass das Band noch zwischendurch kommt. Warum geht denn das nicht? Ja, da macht er das. Aber. Oh. Also, dieser Baumodus, der rächt mich als Uffe, ja. Und dann sieht man es wieder nicht. Und das ist ja auch schon wieder bescheuert. Warte mal, ich stelle mich mal hier oben drauf. Dann kann ich es vielleicht besser sehen. So, ja, das ist in Ordnung. Das wäre akzeptabel. Ja, da wird man aber den Knick nicht drin kriegen, ne? Das müsste. Ich bin mir nicht sicher hier. Eins, das ist zu viel. Ja, das müssen wir schon hinten hin machen. Das müssen wir da hin machen. Das müssen wir hier so ein bisschen hinbeppen, wenn wir so wollen. So, mal gucken. Naja, gut, das war klar, dass das jetzt schräg wird. Gut, da können wir nicht anders hier. Das ist, ja. Das ist der Raster praktisch, wo wir halt da haben jetzt hier, ne? Wir sind hier ein bisschen außer dem Raster, wenn wir es mal so wollen. Wenn wir das so machen, dann heißt es, wir gehen hier weiter. Dann gehen wir hier einfach durch bis zum Ende. Jetzt habe ich es, jetzt weiß ich, wie ich es machen möchte. Gut, mir verschenkt das sehr viel Platz wieder mit dem Rohr hier natürlich. Aber okay. Wir wollen ja ein bisschen größer, ein bisschen offener bauen, das habe ich mir vorgenommen. So. Dann kommt das hier halt nochmal weg. Okay. Und das soll jetzt eigentlich sich anschließen hier. So. Läuft. Und das andere, ja gut, das ist mir jetzt hier und da oben drauf. Dazu wäre es am einfachsten. Ah, da kommen wir weiter. Auch wieder nicht am Raster hin wahrscheinlich. Ja, da sind wir auch ein wenig neben dem Raster. Und dann kann man halt nicht frei platzieren. Das ist das Problem. Und hier kann ich überhaupt nichts mehr platzieren. Das hätte ich vorher machen sollen. Oder wartet mal. Kann ich hier irgendwie bescheißen? Ja, ich kann hier ein bisschen beschummeln. So. Das
wäre doch. Hä? Nee, es ist nicht hingegangen. Das muss hier ja so und dann nochmal so. Das muss hier so sein. Dann kommt der Dinger oben drauf. Jawohl, und jetzt müsste man das hier so anschließen, ohne dass es hier einen ganz komischen Rohrknoten gibt hier. Ja doch, das ist in Ordnung so. Ja, das ist sehr gut sogar. Jawohl, perfekt. Ich freue mich. So, dann geht es hier weiter und da können wir wahrscheinlich uns das hier sparen, dass wir hier oben drauf nochmal abstützen. Das können wir nämlich wahrscheinlich in einem durchfahren hier. So. Jetzt ist mal eigentlich das, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja gut, das können wir jetzt eigentlich im Prinzip kopieren. Warte, wir setzen es gleich auf die nächste Höhe. Ich bin da eigentlich nicht dafür, dass wir es jetzt gleich auf die Höhe setzen. Das kann dann ruhig hier ein wenig schräg nach oben laufen. Oder doch. Ja, die nächste Höhe wäre im Prinzip halt, wie gesagt, der Ständer und dann noch auf den Ständer noch ein Ständer drauf. So. Ansonsten hätten wir halt, wie gesagt, eine Rohrleitung, die schräg verläuft, ne? Beziehungsweise, na, vielleicht sieht es auch nicht so doof aus. Das muss man jetzt mal angucken. So, wartet mal. Wo ist denn hier? Das brauche ich. Und das passt wieder im Raster, ne? Das ist das Eigenartige. Das passt wieder. Der Support passt wieder im Raster. Und dann müssen wir gucken, dass es hier wieder gleich ist. Da nicht. Das muss hier, warte mal, das ist hier ja so. Jetzt muss ich das auspeilen. Das stimmt nicht ganz, oder? Hä? Ich habe doch gerade gesehen, dass es im Raster ist. Ah, da sind wir. Okay, da sind wir daheim. Oder? Doch, ja. Das verzerrt irgendwie mal so ein bisschen hier das Ganze. Das sind einer dazwischen, okay, und dann nochmal zwei. Einer dazwischen und dann nochmal zwei schalten. So. Und da drauf muss dann der drauf, aber der eine kommt wieder weg. Also das machen wir anders da. Moment. Da bauen wir drunter so ein, wo haben wir es denn? Förderband. Stahlbauer Förderband-Dinger. Das sieht einfach schöner aus. So. Finde ich. So, wo ist meine Farbwumme eigentlich? Hallo? Hier. Das habe ich noch nicht lackiert. So, die Tanks werden auch lackiert. Oh, war da daneben? Ja, jetzt haben wir irgendwo ein Klecks hingesprüht. Nee, das passiert ja nicht, aber im Prinzip könnte das ja passieren, ne? So, wie ist denn das hier? Ja gut, den können wir lassen, aber er ist wie gesagt auch ziemlich eng hier wieder, ne? So. Ja, bloß dass hier jetzt die Manschette dann grün wird, naja gut, okay. Da können wir uns drüber streiten, dass das eigentlich ein bisschen doof aussieht. Ich find's doof, aber ja. Das hätte ruhig orange bleiben können. Ah, nee, ey, guck mal. Das geht gar nicht. Rohr ist zu lang. Echt jetzt? Ah ja gut, dann geht's halt nicht. So, ich warte mal den Autosave ab. Danke. Ah ja, Moment, da muss ich erstmal hier weitermachen. Also wie gesagt, ich kann das jetzt aufs nächste Level praktisch evaluieren. Wir probieren es einfach mal, oder? Sonst kriegt man es nie raus. Wie das ausschaut. Das heißt dann auf das Level. Ja, ich glaube. Ne, wobei. Es muss noch einen höher, ne? Oder? Ist das so hoch wie 2? Jetzt laufen mir da die Paketen vor den Augen ab. Ja, das ist zu tief. Ich glaube, so ein Abstandshalter, der geht gar nicht so hoch, ne? Ja, der geht ja nur so hoch. Okay, da geht es schon mal nicht. Und das wäre jetzt nämlich maximal ein bisschen schräg.
Wenn wir jetzt aber hergehen. Ja, tun hier wieder mal Scheiße bauen, sozusagen. Das muss dann hierher. Wir machen den weg. 9. Bauen hier 2 Supports. Praktisch übereinander. Ach, da hätte ich auch den anderen Support. Ja. Den müssen wir dann auswechseln. F. Der kommt da unten drunter. Das Rohr wird korrigiert. So. Das sind auf jeden Fall keine 20 Meter hier. Aber es könnte schon Probleme geben. Wir haben ja auch eine Strecke zu überwinden dann. So, und jetzt müssen wir das Ganze, ja, das müssten wir jetzt kopieren können. Das wäre geil. Also wir können nur das so kopieren, aber wir müssen es selber bauen. Also so. So. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Den U-Bahn-Halter hier. So, ein bisschen Rohr bitte. Machen wir alles mit dem Snap-Tool hier. Moment. Ah, das geht ja gar nicht. Moment. Da geht ja das, glaube ich, jetzt nicht dran. Hier, das hier. Ja. Okay, dann können wir das eigentlich vergessen. Das ist nur ein Hilfskonstrukt hier. Das kommt wieder weg. Leider. So. Na. Wieder mal das Drehen verkackt hier. Das ist, wenn man zu viele Spiele nebenher spielt noch. Dann verlernt man das Spiel immer wieder hier. So, das muss jetzt dann verbunden werden mit dem nächsten. Da möchte ich aber mal kurz, ja doch, ey. Ich weiß ja, das ist ja genau der Träger in der Mitte. Dann kommt das hier weg. Dann können wir uns das Ganze nämlich sparen, hier schön zu bauen. Na, wir bauen schon schön, aber ihr wisst, wie ich es meine. Na, schon wieder falsch. Drehen. Kann man es eigentlich hier? Ja, das können wir am Raster, okay. Das ist der Raster, echt jetzt? Nee, das stimmt doch gar nicht. Das muss daher, genau. So. Rohrleitung bitte. Andere Seite, danke. So, dann müssen wir löschen wieder. Support. Ah, verdammt, verkehrt. Ja, dass er da die Drehung dann auch übernimmt, das kenne ich von einem anderen Spiel, da macht das nämlich auch immer. Wie war das? Scrap Mechanic. Da übernimmt er nämlich auch mal die Drehung. Und das ist dann immer ein bisschen irreführend oft. Da musst du dann erst wieder rotieren. Bis du es endlich wieder hast hier. So, zack. So, und das machen wir jetzt hier an dem Anschluss. Also das sollte dann normalerweise stimmen hier, die ganze Sache. So, jawohl, sehr schön. Und da war der Weg zu weit. Ja gut, da müssen wir halt ein Zwischenstück setzen. Das ist aber kein Problem. Darf ich mal bitte? Hallo? So, dann nehmen wir halt hier nochmal Support in die Hand und dann zack. Und hier zack. So. Bitte einmal grün anmalen. Ich habe schon wieder hier durchgescrollt. Alles klar. Zack, bums. Jawohl, und es läuft, die Brühe. Die Brühe, sie läuft. Inzwischen dürfte der eine Tank ja schon voll sein, oder? Ja. 400 volle Flüssigkeit hier. Und wie schaut es da aus? Jawohl, das füllt sich auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall keine Pumpe hier. So, no power. Ja, stimmt. Ja, das hat ja noch keine Power. Hat das schon Power? Ne, es hat auch noch keine Power, ne? Ja. No power. Deswegen wird es ja auch nicht voll, oder? Ja. Den Speicher erstmal voll laufen hier. So. Okay, wir müssen aber dann auch demnächst wieder Schluss machen mit der Folge. Sehe ich gerade. Ja, wir hätten die ganze Sache natürlich auch ein bisschen anders haben können. Also nicht so viele Werke. Aber ich habe ja gesagt, ich mache es hier ohne, dass wir hier große Schnecken einbauen müssen. Mit mehr Werken hier. Dann haben wir das auch hier geschafft, dass wir 3 für eine von diesen Raffinerien brauchen. Und naja, man könnte das dann hier noch. Aber wie gesagt, die Rohre... Die schaffen ja nicht mehr wie 300 Kubik pro Minute, ne? Und 240 muss hier halt durch. Dann haben wir noch 60 Luft nach oben. Und ja, das ist ja einfach so.
Also bringt es im Prinzip fast nichts, die hier noch ein bisschen aufzubohren hier. Das hat überhaupt keinen Wert dann. So, was kommt da? Da kommt ja auch wieder eine Flüssigkeit raus. Da muss ich mal gucken, was für eine Flüssigkeit da nochmal rauskommt. Und die muss ich dann auch wieder... ach so, ja, Wasser kommt da raus. Wie wollen wir das Wasser weg? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kann ja nicht das Wasser irgendwie... Also es gibt ja keinen Rückfluss oder einen Ausfluss irgendwie. Das Wasser muss ich irgendwie dann verwenden. Wie mache ich denn das? Oder wo tue ich das Wasser hin? Na, das wird halt darin enden, dass ich das Wasser irgendwie in den Behälter reinpacke und das ab und zu mal flashen muss hier dann praktisch. Also weglaufen lassen muss. Ja gut, hier ist jetzt ein bisschen... Es ist ein bisschen krumm hier jetzt, aber okay. Ich glaube, das hätte hier noch ein bisschen weiter rüber gekört. Aber wie gesagt, weil wir hier halt nicht am Raster, wir wären sowieso schräg gekommen. Irgendwie wären wir schon schräg gekommen. Es ist nicht optimal, aber ja. Ist der jetzt voll? Ja. Perfekt. Das heißt, wir können es eigentlich schon wieder an Strom jetzt erstmal anhängen. Wo bin ich jetzt hier? So, da haben wir einen Strommast. Okay. Dem sein Kabel geht hier schön durch. So, wir müssen eine andere Leiste aussuchen. Das war die 1, glaube ich. So, das ist die Stromleiste. So. Und dann hätten wir unseren Aluminiumschrott. Läuft, jawohl. Und das, es ist Wasser, ja. Das Wasser müssen wir halt jetzt dann irgendwie wegschaffen hier. Ich hätte es ja hier zurück in den Fluss gelaufen lassen, aber es geht ja nicht. Ja, gut Leute, dann sind wir eigentlich für heute wirklich am Ende. Wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ja, ihr seht, was das halt ja immer an Zeitaufwand hier verbraucht, ne? Ja, ich sag auf diesem Weg einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Mehr seht auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat natürlich, dann macht da bitte ein Like. Und wer möchte natürlich einen Kommentar. Oder beides natürlich, wäre dann natürlich auch schön. Ich lese doch immer so eure Kommentare so gern. So, da muss ich mir vielleicht nochmal gucken. Aber nee, es müsste hier. Ja, gut, okay. Gut, und wer natürlich mehr und wem der Content auf meinem Kanal gefällt, der kann mir natürlich auch ein Abonnement dalassen. Und wer möchte, kann auch mich auf dem Discord-Server besuchen. Ich sag dann auf jeden Fall wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego.